Was geht ab, Dudes? Ihr ist hier zu einem weiteren Part. Paper Mario! Und hier ist wirklich die Hölle los. Alter, was stimmt hier nicht? Oh, hier oben ist ein Koopa. Okay, anscheinend müssen... Oh, du bist der Beste! Vielen herzlichen Dank! Wir müssen wohl, die wegkloppen. Oh, danke, Mario! Ich stehe in deiner Schuld! Ich kann nämlich ohne meinen Panzer nicht sehen lassen. Das wäre mir zu peinlich. Mario, pass bloß auf, dass du dir vorsichtig nicht auch dein Panzer stehlen. Ups, du hast ja gar keinen. Nur, dann pass auf deine Latzhose auf. Ja, stimmt. Bevor sie mir die Hose klauen. Oh, da oben ist auch noch einer. Ach, das kann ich runterkloppen. Danke, Mario. Diese Panzer wurde mir maßgefertigt. Deshalb steht er es mir so gut. Ich sehe doch cool aus, oder? Total cool. Wir speichern mal ab. Alter, hier ist echt die Hölle los. Alles klar, kann man die noch irgendwie kloppen oder so, die Viecher? Ah, da im Busch ist was drinnen. Ein Koopa-Blatt erhalten. Ah, gibt 3 PP wieder her, sehr schön. Was ist das hier? Ein Trockenpilz gibt 1 KP wieder her. Mein Gott, wer braucht denn so einen Scheiß? Ach ja, mir wurde auch in den Kommentaren geschrieben, dass ich so Sachen einsetzen kann. Sehr schön, danke schön für diesen guten Tipp. Ich sag danke, also wirklich cool. Ich find's immer super, wenn ihr sowas reinschreibt. Also falls ihr das Game kennt, dann könnt ihr mir gute, wichtige Tipps geben. Vielleicht meine Zocks jetzt zum ersten Mal, Leute. Aber wir schauen mal ins Rote rein. Da können wir uns drin eh heilen. Speichern, ruhen wir uns aus, Leute. Aber verrückt, was hier los ist, total verrückt. Ja, total bekloppt. Okay, so, dann laufen wir raus. Und egal, dann würde ich sagen. Also diese Viecher können wir echt nicht killen, gell, das geht nicht. Sind viel zu schnell. Nein, sind viel zu schnell. Naja, sind viel zu schnell. Wir können in den Itemshop gehen. Mal gucken, was da drin so ist. Was ist das denn für einer? Oder wir sparen uns die Münzen. Was für... Ach, ich Idiot, ich kann da so nachgucken, gell? Koopa-Blatt, wir haben dann noch einen Powerblock. Sonst haben wir eigentlich gar nichts. So einen Schlafdingsbums gibt's ja nicht, gell? Schade, weil das Ding war ja richtig cool. Aber eine Feuerblume können wir uns kaufen. Kann man immer gut gebrauchen. Wie viele Items haben wir jetzt? Man kann nur 10 Stück tragen, Leute. Das muss man auch bemerken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann können wir uns ja noch... Was ist... Das ist dann so ein super... Was ist ein Ding? Lädt elektrische Kraft auf. Gegner sollte ihn nicht berühren. Ach so. Cooler Scheiß. Könnte man uns auch mal überlegen. Machen wir mal, oder? Kaufen wir uns mal einen. Und noch... Ach, egal. Das war's dann. Dann haben wir eh 9 Items voll. Dann können wir noch irgendwas finden, ne? Und was haben wir noch? Ach, hier reingehen. Juhu. Oh, der macht sich einen Faulenz. Mit einem guten Disco hier. Mit einem, wie heißt die Dinger nochmal? Ghetto Blaster. Egal. Wir fragen den Kerl mal, was hier los ist. Diese Bombs sind aus der Festung der Koopa-Brüder geflohen. Leider muss ich feststellen, dass die Dinger hier im Dorf auch nicht besser sind. Die Fanzis flippen völlig aus. Die armen kleinen Bomboms, wie ich. Ich verlasse das Haus nicht, weil ich die Fussis nicht, die Fassis, wie sie heißen, nicht in den Händen fallen will. Sie würden mir bestimmt meinen Panzer wegnehmen, damit ich damit spielen. Ohne Panzer sehe ich gar nicht cool aus. Nein, danke. Ich bleib lieber hier und höre Musik. Hör mich an. Diese Koopa-Brüder in der Festung haben uns zur harten Arbeit gezwungen. Wenn es nach ihnen ginge, gäbe es weder Rast noch Ruhe. Oh, was sind die schrecklich, Alter. Niemals will ich an diesen schrecklichen Ort zurückkehren. Oh Gott. Okay, super. Dann würde ich sagen, schauen wir mal raus und speichern hier ab. Und machen uns weiter auf den Weg, oder? Weil wir können hier nicht viel machen. Oder hätten wir den ersten nochmal ansprechen müssen. Was sagst du? Du suchst die Koopa mit dem blauen Panzer? Ich wette, du meinst den Koopa. Ich glaube, du findest ihn bei sich zu Hause. Er sucht nach einem Haus mit grünem Dach. Ach so, das ist er. Das ist er. Ach, das grüne Dach? Nee, das ist ein blaues Dach. Also entweder die Emulator spinnt und wir laufen mal weiter. Ah, es geht hier noch weiter. Oh, Leute, hier ist auch noch die Hölle los. Ach, oh, hier, den Typ müssen wir, oh nein, komm her, du verrückter Hund. Ah, hat mein Panzer, ich weiß schon, ich will ihn ja dir holen. Alter, ist der, okay, den erwische ich nicht. Unmöglich. Aber ich kann... Ach, verdammt, ach, den kann ich verschiedenen Block. Moment. Geiler Scheiß. Okay, super. Nicht schlecht. Ich hätte wissen müssen, dass du so clever bist, Mario. Ja, bin ich. Okay, was ist das für ein Ding? Hauen wir mal drauf. Egal, hauen wir mal gegen den Baum. Oh,
Ich habe einen weiteren Fussi rausgelassen. Na supi. Und eine Münze bekommen. Hier nochmal. Oh, schön. Egal. Super. Ach, den Typen erwischt man nicht. Unmöglich. Harter Scheiß. Ich würde sagen, dann gucken wir uns mal in grünen Dach Dingsbums um. Und schauen mal, ob wir da irgendwas machen können. Okay, rein mit uns. Wer ist da? Ich bin gerade beschäftigt. Wie? Warte. Kann das sein? Bist du nicht Mario? Du bist es. Mein Name ist Cooper. Und, oh Mann, ich finde es großartig, dich kennenzulernen. Dass wir uns hier treffen, muss vom Schicksal bestimmt sein. Ja, wahrscheinlich, oder? Ich habe da eine große Bitte. Ich hoffe, du kannst mir helfen. So ein blöder Fuzzi hat meinen Panzer gestohlen. Neben meinem Leben besitze ich nichts Wertvolleres. Ohne meinen Panzer kann ich unmöglich das Haus verlassen. Das wäre mir zu peinlich. Das Problem ist nur, dass die Fuzzis so schnell wie für mich sind. Ja, für mich auch. Wenn es dir nichts ausmacht, könntest du mir dann wohl meinen Panzer wieder beschaffen? Oh, bitte. Hey Mario, es ist wirklich in Schwierigkeiten. Wir sollten ihm helfen. Ja, klar. Der Fuzzi, der meinen Panzer gestohlen hat, befindet sich im Haus. Ich bewache die Tür, während du ihm dir krallst. Okay, machen wir das. Fuzzi. Ach du Scheiße. Das ist ein blöder Wichser. Komm her. Oh, oh, noch ein weiterer Fuzzi. Oh. Die greifen mich an. Okay, Scheiße. Die werden bösartig, die Viecher. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal einen super Sprung auf die drauf. Okay, zwei halten sie schon mal aus. Aber vier auf keinen Fall. Yes, besiegt. Wow, die klauen mir einfach mal eins raus. Powersprung. Yes, tot mit dir. Alter, sind die gut. Da schaffe ich niemals einen Erstangriff. Und oben drauf. Und mit dir auch nochmal oben drauf. Aber es ist cool, mit denen kann man super geil leveln, mit den Viechern. Boah, die klauen mir ein Herz. Okay. Und mit anderen auch nochmal oben drauf, dann ist der auch tot. Ja, mittlerweile kann ich ziemlich gut diese Fähigkeiten einsetzen. Yay, noch 20, damit zum nächsten Level ab. Schnell einsammeln. Haben wir ja hier irgendwas ausgelassen, nicht, dass ich hier voll durchlaufe und vergesse, irgendein Item mir zu holen, weil ich glaube, ich kann den blauen Panzer eh nicht erwischen. Hä, wie komme ich da hoch? Verdammt, nochmal. Ach, verdammt. Ach, das ist wieder so ein Ding, das wir einfach nicht erreichen. Wetten, es geht dann irgendwann mit dem blauen Panzer oder so. Du blöder Wichser, komm her! Oh nein. Ja, was macht der? Fuzzi, Fuzzi! Fang mich, wenn du kannst. Such mich doch. Ach du Scheiße. Er war im rechten Baum. Fuzzi, nicht übel, Kumpel. Aber das war ein erster Anfang. Okay, es geht los. Auf im Training war es erst. Fuzzi, such mich nochmal. Also ich denke, er war da drin. Wutzi, Wutzi, du hast mich schon zweimal gefunden. Pah, Anfängerglück. Jetzt mache ich ernst. Ach du Scheiße, noch schneller. Such mich nochmal. Ich glaube, er ist hier drin. Wutzi, nein. Ich geb's auf. Hier, da hast du einen blöden Panzer. Yay. Du bist stark für mich. In Zukunft werde ich brav sein. Ich verspreche es. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Okay, ich würde sagen, wir untersuchen noch hier alles. Wir haben den blauen Panzer wieder gefunden. Das heißt, wir bringen den am besten gleich sofort zurück. Kann man hier noch irgendwas machen? Ich denke mal nicht, gell? Das war es das erste Mal. Aber eine coole Sache, gefällt mir. Das sind so, weißt du, das sind so lustige Spielchen. Das macht einfach Spaß. Mario, da bist du ja. Ich habe mich dazu entschlossen, gegen Fuzzis vorzugehen. Wenn ich meinen Panzer nicht selbst wieder beschaffe, verliere ich meinen guten Ruf. Es ist auch völlig egal, aber mein Panzer trage er oder nicht. Ich werde es diesen Fuzzi schon zeigen. Wir haben den blauen Panzer aber schon. Blauen Panzer. Oh ja, das ist mein Panzer. Oh ja, ich habe meinen Panzer wieder. Yippie, du bist der größte Mario. Ich schulde dir etwas. Gut sehen, dass du dich freust. Hör mal, Mario, ich habe eine Idee. Hast du schon von Professor Colorado gehört? Hm? Er ist Copa-Professor in Archäologie. Er ist auch als Entdecker bekannt. Er wohnt gleich nebenan.
Ich bewundere den Professor schon seit ich ein Ei war. Ein Ei. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als ebenso wie er durch die Welt zu reisen und Mysterien zu ergründen. Daher habe ich habe mich gefragt, ob du mich wohl mitnehmen würdest. Ich helfe dir auch. Komm schon. Supergeil. Was denkst du, Mario? Natürlich. Oh ja, jetzt komme ich. Ich schwöre, ich, Cooper, ich werde überall hin folgen, auch wenn es bis ans Ende der Welt ist. Cooper gehört nun zum Team. Okay. Ah, okay, super. Mit ihm kann ich Items halten. Schalter weiter wegreichen, ne? Im Kampf kann er seine Gegner am Boden mit Panzerstoß angreifen, aber alle Gegner am Boden mit Panzer überprüfen. Ah, super. Okay. Das kann ich sozusagen mein Teammitglied aussuchen. Und dann ist Cooper ausgewählt. Und wir lassen ihn mal drinnen. Ich denke, das ist besser, wenn man immer die Neueren drin lässt, erst einmal. Fuji! Ich habe meine Meinung geändert. Was? Du bärtiger Penner? Alter! Also alle unter 16 erstmal abschalten. Ich meine, wie wär's mit einem Kämpfchen? Oh, Scheiße, jetzt geht's los. Ich würde sagen, wir testen mal unseren Sprung. Mach normalen Sprung erstmal. Ich habe das Gefühl nämlich, der Typ kann... Panzer. Trifft alle Bodengegner mit dem Panzer. Trifft einen Bodengegner. Trifft alle. Machen wir das gleich mal. Zieht uns die Blütenpunkte ab anscheinend. Ja, wir können alle auf einmal angreifen. Okay. Wir hätten das voll aufladen müssen, dann wären die alle tot gewesen, schwöre ich euch. Aber gut zu wissen, dass der richtig hart drauf ist. Wir machen mal, Ach, scheiße, weiß ich auch nicht, was ist das Schlaueste? Ganz normal ein Sprung eigentlich. Ist das Schlaueste. Und tot. Nicht? Okay. Dann machen wir nochmal einen Panzerstoß. Gut. Dann ein Leben noch und ziehen wir uns nochmal zwei Herzen ab. Nein. Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir mal einen normalen Sprung oben drauf. Dann ist der auch besiegt, hundertprozentig. Ja. Und Fähigkeiten, Panzerstoß. Gut, dann ist der auch tot. Sehr schön. 12 Sternpunkte, nicht schlecht. Wir gehen bald Level up, sehe ich gerade. Fortsehen! Wir werden brav sein, wir werden brav sein. Super. Heilen tun wir uns mal nicht. Denn vielleicht können wir uns ja irgendwo pennen legen und so, dann sparen wir uns das Ganze. Gut. Jetzt kommt doch das zum Einsatz mit der Fähigkeit. Wie macht man das? Der ist schon bei dir. Ah, mit nach unten. KP Plus Orden halten. Was ist KP Plus Orden? Sollen wir mal testen? Alle Orden. KP Plus Orden. Erhöht die gesamte KP um 5. Ist geil, aber dann haben wir hier gar nichts mehr. Das ist ein bisschen schade. Ich tue es trotzdem nicht einsetzen, weil es ist zwar nicht schlecht, wenn man ein bisschen mehr KP hat, aber wenn man gar keine Superfähigkeit mehr hat, ist mir das eigentlich fast sogar, finde ich, blöder. Obwohl es durch an sich ein bisschen scheiße ist, dass man zwei solche Sprungfähigkeiten und Hammer hat, weil eins von den beiden würde ja reichen. Okay, die sind alle sind brav geworden, scheinbar. Das Ding brauchen wir. Das holen wir uns. Hoppala. Juhu, schnell einen Stern bitte halten. Wer bist denn du? Scheiße, manchmal nur von vorne. Was? Nein! Ach verdammt, ich wollte mal von vorne ansprechen, um das erste vorzulesen. Ach verdammt. Mann, wie dumm kann man eigentlich sein? Kann man hier auch irgendwas machen? Okay. Dann gehen wir hier rein mal. Oh. Willkommen, junger Freund. Ich bin der Dorfälteste von Koperheim. Man nennt mich Monoka. Sag mir, willst du mir einen Gefallen tun? Klar. Oh, wie war's freundlich von dir. Ich glaube, die jungen Leute von heute sind doch nicht so übel, wie man sagt. Nun, der junge Freund, normalerweise bitte ich ja niemanden um einen Gefallen, aber vielleicht nur einen kleinen. Könntest du das Buch Legen bei Colorado für mich ausleihen? Wenn du seine Frau fragst, wird sie es dir bestimmt geben. Wenn sie dir nicht zu viel Stress bereitet, dann bitte ich dich gleich ihr zu geben. Versprochen, junger Freund. Okay, klar, merken wir uns mal. Irgendwie ein Buch ausleihen. Keine Ahnung. Ach, das war das Haus, da ist ja nichts mehr drin. Schauen wir mal hier rein, da waren wir noch nicht drinnen, glaube ich. Er kann da kann rausgehen, aber egal, jetzt fragen wir hier erst einmal. Oh, der kleine Cooper. Der kleine Cooper begleitet dich auf den Abenteuer, wie niedlich. Pass gut auf.
kann ich das für dich tun? Du führst doch einen Auftrag für den Dorfältesten aus. Hm, ja. Legenden. Ja, mein Mann hat das Buch. Natürlich darfst du es dir ausleihen. Lass dir von alten Klackern nur nicht zu sehr einspannen, Mario. Okay. Er bekam dafür. Außerdem ist es ein wenig ungeduldig. Aber egal. Warte, bitte im Moment. Ich werde das Bücherregal meines Mannes stöbern. Mhm. Ich hab's. Meinst du dieses Buch? Nimm es ruhig. Es lag hinter dem Regal. Yay, ich habe es. Komisch, dieses Buch ist voller Bilder von Panzern und Übungen. Hat der Panzer in 30 Tagen. Aha, okay. Ist der alte Knacker also total notgeil oder wie? Ja, so. Also dann laufen wir nochmal rüber und geben ihm sein scheiß Buch. Der anmuten Roshi wahrscheinlich. Hier hat er sein Buch. Bei den galoppierenden Gumbas. Du bist ein Lebensretter, Mario. Das ist genau, was ich gebraucht habe. Hihihi. Um dein Magen zu zeigen, möchte ich dir ein kleines Geschenk überreichen. Oh, nur keine falsche Bescheidenheit, junger Freund. Nimm das. Eine Münze. Ich glaube, ich bringe den Kerl um. Was für ein Glück. Kommst du genau richtig, junger Mann. Hättest du Gefallen zu tun, klar. Oh, überfreundlich von dir. Ich glaube, junge Leute sind doch nicht so, oh Mann, immer dasselbe. Was muss ich jetzt tun? Schlafe ich ziemlich schlecht. Ich hätte gerne ein Schläfchen, um ein wenig zu schlafen zu finden. In Toadstown sollte doch ein Laden geben, in dem man welche verkauft. Wenn es dir nicht so viel Stress bereitet, dann bitte ich dich, mir geben, gleich eins zu besorgen. Versprochen, junger Freund? Okay, wir denken mal dran, dass wir ihm so ein... Haben wir eigentlich so eins zufällig dabei? Nee, haben wir ausgegeben, gell? So ein ZZZ-Ding ihm zu geben. Schade. Gut, machen wir dann demnächst. Ja, gut, wir speichern mal ab. Hoppla. Speichern. Juhu. In den Büschen ist alles nichts drin, gell, da habe ich schon geguckt. Frage ist... Oh, ein Blatt wieder. Koba-Blatt erhalten. Tun wir gleich mal einsetzen. Aber eigentlich können wir ja pennen hier, fällt mir wieder ein, ich Idiot. Ach, Koba-Blatt ist eh so schwul. Was ist das hier? Endlich, jetzt wo die Fossis fort sind, ist es so schön friedlich hier. Aber wir nutzen unseren Frieden, wenn unsere Freunde noch immer in der Festung gefangen sind. Stimmt, gell. Was ist hier? Hör mich an. Diese Koba-Brüder in der Festung haben uns harte Arbeit gezwungen. Ach, das kennen wir schon. Gut, dann würde ich sagen, schon mal ganz kurz mal zu dem Typen da rein. Der wollte doch damals nicht rausgehen. Jetzt kann er ja rausgehen eigentlich. Hey, wir können wieder nach draußen. Die Fossis sind weg. Grandios, genial, gigantisch. Zeit, ein Sonnenbad zu nehmen. Ein bisschen Musik aus dem Radio, ein wenig Sonnenschein auf meinem Panzer. Kann es etwas Schöneres geben? Interessant. Itemladen haben wir ja nichts, gell, da gibt's ja nichts. Was ist da drin? Nichts. Würde ich sagen, dann hier Toads Haus, tun wir nochmal schnell uns heilen. Yay! Ausruhen! Und dann haben wir das auch geschafft. Juhu! Geiler Scheiß. Gut geschlafen. Viel Glück auf dem Weg. Dankeschön, Toad. Du kleiner Wichser. So, schauen wir uns mal um hier. Und dann würde ich sagen, was ist mit diesem Part? Ich würde mich echt wahnsinnig freuen, wenn ihr im nächsten dabei sein werdet. Ich habe hier eine kleine Infokarte mal wieder verlinkt, wie immer, mit Diddy Kong Racing. Und dieses Mal sogar, was verlinke ich noch? Muss ich überlegen. Was machen wir denn noch? Ach, Happy Wheels, Leute. Falls ihr mal Bock auf Happy Wheels habt, ich habe da ewig viele Folgen. Könnt ihr mal reingucken. Würde mich wahnsinnig freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part. Vergisst nicht, einen Kommentar da zu lassen, wie ihr ihn fandet. Ich fand es voll lustig, gerade hier in Koperheim. Und dann noch eine Bewertung da zu lassen. Würde mich auch wahnsinnig freuen. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann noch, viel Spaß. Ciao, Leute. Yeah!